Servus, meine lieben Freunde, zurück hier im Studierzimmer von Il Professore MGP, dem Stimmakrobaten. Diesmal ohne Gesang am Beginn. Wer das mal möchte, kann es ja mal schreiben. Da kann ich das auch mal ein bisschen ausführlicher machen, wenn er da Bock drauf hat. Kann ja übrigens ohne einen Steirer Slang machen, gell? Das geht auch. Hm? Okay, zack, ja. Und sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch. So, jetzt schleichen wir uns an den Vogel ran. Geht nicht. Geht einfach nicht. Blödes Scheißspiel. Sorry, meine nicht böse, aber... Ja, super! Was bist denn du für ein überpowertes Drecksarschloch? Kannst du vergessen. Das kannst du doch komplett vergessen. Ja, jetzt zieh mich halt trotzdem wie eine Pussy zurück. Was soll's? No shame on me. All shame on you. Ja, was soll ich machen? Ist ja wirklich scheiße, oder? Der ist so OP, dass ich einfach gar keine Chance habe. Die anderen batzen und sind sofort tot. Hol ich mir natürlich den Level hier. Was soll's? Zack. Hoch. Weiter. Läuft. Und jetzt ist alles wurscht. Jetzt ist wirklich alles wurscht. Jetzt auch wurscht, wenn man an dem jetzt... Ja, ganz genau. Warten. Na, bringt nichts, wenn das Viech auf uns zuläuft. Kannst vergessen. Einfach Geduld haben. Ne? Einfach ganz viel Geduld haben. Vielleicht ein bisschen Nicki Minaj singen wieder mit dem schönen Switch, den ich beim letzten Mal verzählt habe, wenn ihr es nicht gehört habt. Schaut euch die Folgen an. Mit dem Switch ist aus der männlichen Perspektive zu singen. Ne? Now me's the one boy with the booming system, top down AC with the cool system. When you come up in the club, we stay. Oh. Ja, ja, manchmal muss man dann auch sehen, okay, bringt nichts, nochmal zurück. Und diesmal einfach ein bisschen schneller, weil ich glaube, die Nullposition eignet sich eigentlich perfekt, um jetzt loszurennen. Genau. Zack, 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 zack. So. Langsam. Es ist schon sehr, sehr nervig. Gell? Du musst sagen, wenn du nicht hier sneakst mit meinen begrenzten Spülqualitäten zumindest, hast du gegen diese Riesenbrocken keine Chance. Keine Chance. Ich bin komplett, was das angeht, chancenlos. Ich weiß nicht, ob ich skillless bin, das kann man jetzt nicht sagen, komm mach. Was machst denn du? Verdammt nochmal, der hat doch immer seine starke Attacke gemacht. Oh, regen wir uns wieder ein bisschen zu viel auf, hm? Ja schon, muss man sagen. Ja, das war doch jetzt auch wieder für einen Arsch. Ja, nee, hat klappt, sehr gut, komm. Kannst nicht einfach auf Aggression bei den Viechern gehen. Das ist nervig. Nur sollst du sagen, wenn du ihn gestackt hast, sollst du einfach in der Lage sein, ihn danach zu killen. Hey, das ist doch nicht normal. Jetzt habe ich sie sogar gekontert. Ich habe einen Backstep gemacht, habe sie dann gekontert und kauen und trotzdem reicht es nicht. Das ist für ein Arsch. Und jetzt muss ich den Volltrottel da oben mit seinen blöden Scheißwurfdingern wieder umhauen. Aber das Ding ist zu gut, was da versteckt ist. Weil das ist einfach so super genial, dass du sagen kannst... Wieder eine schöne Combo. Wieder eine sehr schöne Combo. Das zeigt, wie gut das Spiel ist in seiner Kampfmechanik, dass du nämlich einfach sagen kannst, du schlägst weiter. Ach so, ja, das kann man nicht machen. Also nehmen wir es, zack, so. Meine Güte, no progress seit 13, 14 Minuten jetzt. So was Nerviges. So, wo ist der Trottel da oben? Muss der erst erwachen? Steht der da schon rum? Da ist er. Komm schon, ein Headshot. Sollt ihn doch grillen. Tut's aber nicht. Wie doof willst du denn sein, du Scheißspiel? Das kann doch nicht wahr sein. Entschuldigung, dass mir das so aufregt, aber was ist denn das für ein Dreck? Ja, mei, vielleicht hättest du ein bisschen auf Fernkampf skillen müssen auf dem Bogen, hä? Vollidiot. Ja klar, das Spiel ist flawless, ne? Wie es so schön heißt. Das Problem ist immer der Gamer. Komm weg mit dem Trottel. Einfach weg. Kann man den da oben... Nein, da ist noch einer! Fickt euch doch! Ah! Blöder Zauberer noch zusätzlich. So, weg. Kriegen wir den jetzt irgendwie da... Das willst du mir jetzt nicht verzöllen, dass du den Wichser jetzt nicht durch das Holz schießen kannst. Und jetzt hängt er da irgendwo auf Halbmast, oder was? Gott, ey. Also so ein Scheißdreck. Egal, nicht mehr so aufregen, haben wir gesagt, gell? Kommst du mal her, ihr Batzeln. Man kann euch Idioten ja leider nicht heilen. Sonst wäre das auch viel einfacher. Komm jetzt, mach!
Langsam, langsam. Aber schon ein bisschen. Geht nix. Ja, jetzt haut mir wieder einer. Ach, fick dich doch. Das ist doch nicht normal. Haben sie ihn jetzt? Genau, haut's ihr den mal weg. Jesus Gott, hey. Da fragst dich echt, was geht denn den Entwicklern vor? So was Geistesgestörtes. Nein, nein! Und warum sendst du mich sofort? Komm, hol auf, hol auf. Hol auf, Escorpina! Du kommst nicht nah genug ran. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ja! Sehr, sehr geil. Und weg, 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 weg! Geht ja nicht anders. Scheiße! Weg, 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 komm! Dummig, oh! Entschuldigung. Jetzt sind die Idioten schon wieder tot. Als stolzer Sohn fürchte ich den Abgrund des Todes nicht. Ja, du vielleicht nicht, aber tot bist trotzdem, du Depp. Na, der hat uns jetzt nicht. Der hat uns jetzt nicht ins Visier. Hat er. Ja, super. Nicht mal das reicht. Nicht mal das reicht. Doch, jetzt habe ich, oder? Jawohl, jawohl, jawohl. Ran. Ran, 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 du Idiot. Wie viel Lebensenergie willst du haben, du Idiot? Gott, verdammt ihn nochmal. Vergebt mir, aber ich halte nicht länger durch. Ja, du Schlappschwanz, dann verpiss dich von meinem Kampffeld. Nix hast gereicht, aber ich kann es ja verstehen. Wir sind ja selber auch scheiße, ne? Muss man ja schon sagen, dass die ja vollkommen recht haben, dass sie dem nicht gewachsen sind. Mein Gott, jetzt haben wir schon wieder ein Level. Kannst du mir doch nicht verzöllen, dass das... Ja, super! Jetzt brennt's um die Flagge. Das ist so dumm, dass der Trottel da oben wieder da ist. Wahnsinn, Wahnsinn. Ich muss es zurücknehmen. Das Spiel ist nicht flawless, es ist flawful. Sorry, es macht sicherlich Spaß, aber wenn ich so eine Aktion sehe, dass du jetzt hier tatsächlich irgendeinen depperten Batzen oben stehen hast, der dich direkt angreifen kann, während du hier an dem Ding betest, da musst du echt deinen Kopf fassen. So, haben wir weiter da rein, gell? Haben wieder 10.000 über. Das heißt, ja, wir haben die nötigen 46.500 direkt jetzt eben gemacht. Total krass. Ja, Zauber hätte ich einen Haufen, aber damit möchte ich mich nicht auseinandersetzen. Ihr habt es ja gemerkt, der ganze Kram wie Waffen und so weiter. Ach, erst jetzt ist er dann weg. War er vorhin nicht besiegt oder was? Ja, weil ich wollte schon sagen, normalerweise, wenn du an solchen Dingern dran warst, war es ja immer so, dass danach das Ding genullt war. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also sprich, keine Gegner in der Nähe. So, jetzt könnten wir einerseits natürlich da vorne noch was machen. Da gibt es ja noch ganz, ganz viel. Weil hier ist ja irgendwann der Endbosskampf, so wie es ausschaut. Der guckt uns natürlich an. Demnach wird das immer ein schwerer Kampf werden. So, wurscht, machen wir jetzt. Komm. Zack. Was für ein Kampf. Das ist ein Short. Geil. Lieben wir. Richtig geil. Direkt mit einem Konter begrüßt. Danach ratzfatz reingehauen, weiter drauf geprügelt und im Endeffekt war er gestunt und konnte gelegt werden. Slayed, wie man so schön sagt. Während wir unsere Strategie besprachen, schlich er sich mitten, bla bla bla, und das, nachdem er mir Vorträge über Vorsicht gehalten hat. Als wir ankamen, war Xiang Yang bereits von Dämonen überrannt. Beeilt euch, ich sorge mich um meinen Vater. Das Doofe ist, wenn ihr euch erinnert, und ich muss mich jetzt einfach drüber lustig machen, weil es einfach total hohl ist, in der Nebenquest, wo wir das gemacht haben und dann zurück ins Dorf sind, stehen sie im Dorf zusammen und labern sich eins. Ja, das müsst ihr euch mal geben. Wenn wir die Nebenquests Sun Se und Sun Xian gemacht haben, stehen Vater und Sohn im Dorf, ja, oder anders hieß es auch dann, im geheimes Dorf. Muss ich immer wieder drüber lustig machen. Ist zu geil. Oh, ist das dämlich. Jetzt mach! Komm, vergiss es einfach. Und unterhalten sich darüber, wie er im Kampf uns unterlegen ist. Total zum Schießen. Und hier sucht man den Vater, der angeblich, Achtung noch einmal, im geheimes Dorf chillt. Ne? Aber ist wurscht, vielleicht hat er Spaß mit der Hong Ying oder hält sich mit ihr. Oder was auch immer, lassen wir es mal so stehen. Gell? Also in dem Sinne, für heute verabschieden wir uns mal beim nächsten Mal weiter. Für dich!